Vor undenklichen Zeiten gab es einmal ein Land, wo die Nacht immer dunkel und der Himmel wie ein schwarzes Tuch darüber gebreitet war. Niemals ging dort der Mond auf, kein Stern blinkte je in der Finsternis. Aus diesem Land gingen einmal vier Burschen auf die Wanderschaft und gelangten in ein anderes Reich, wo abends, wenn die Sonne hinter den Bergen verschwunden war, auf einer Eiche eine leuchtende Kugel stand, die weit und breit ein sanftes Licht ergoss. In ihrem Schein konnte man wohl sehen, aber das Licht wärmte nicht und war auch nicht so hell und strahlend wie das der Sonne. Die vier Burschen standen still und staunten, als Wagenrollen näher kamen. Ein Bauer kam verspätet vom Feld und sie fragten ihn, was das für ein Licht auf der großen Eiche sei. Das ist der Mond. Unser Bürgermeister hat ihn für 3 Taler gekauft und auf der Eiche befestigt. Unser Küster muss täglich Öl nachgießen und ihn sauber halten, damit er immer schön hell brennt. Dafür erhält er von uns 1 Taler in der Woche. Als der Bauer weggefahren war, sagte einer der Burschen: Diese komische Lampe, die der Mann Mond genannt hat, könnten wir gut gebrauchen, meint ihr nicht auch? Daheim haben wir einen ebenso hohen Eichbaum, an dem wir das Ding aufhängen könnten. Es wäre doch fabelhaft, wenn wir nachts nicht länger in der Finsternis herumtappen müssten. Die 3 anderen nickten und einer von ihnen meinte: Ich schlage vor, wir holen einen Wagen und Pferde und nehmen den Mond mit nach Hause. Sie können sich hier ja einen neuen kaufen. Ich kann gut klettern. Das Abschneiden und Herunterholen besorge ich, sagte der 3. Bursche eifrig, während der 4. bereits davon eilte, um ein Pferdefuhrwerk zu besorgen. Als er nach 1 Stunde mit dem Wagen wiederkam, kletterte der 3. wie ein Eichhörnchen flink auf die Eiche, bohrte ein Loch in den Mond, zog ein Seil hindurch und ließ ihn vorsichtig auf die Erde herab. Langsam, vorsichtig, wir haben Zeit. Als die glänzende Kugel endlich auf dem Fuhrwerk verstaut war, deckten sie eine große Plane darüber, damit niemand den Raub bemerken sollte. Dann machten sie sich auf den Heimweg. Die 4 Burschen brachten den Mond unversehrt in ihr Land und befestigten ihn sogleich hoch oben auf ihrer großen Eiche. Wie freuten sich da jung und alt, als die neue Lampe ihr Licht über die Felder leuchten ließ und alle Stuben und Kammern damit erfüllte. Die Zwerge kamen aus ihren Felsenhöhlen hervor und die kleinen Wichtelmänner tanzten in ihren roten Röckchen auf den Wiesen ringelrein im Mondenschein. Die 4 Burschen, die den Mond stibitzt hatten, versorgten ihn täglich mit Öl, putzten regelmäßig den Docht und erhielten wöchentlich ihren Taler. Aber die Zeit vergeht. Die 4 wurden allmählich greise. Als einer von ihnen erkrankte und sein Ende nahen fühlte, ließ er den Bürgermeister zu sich bitten und äußerte einen letzten Wunsch. Ich fühle, dass ich sterben muss, Herr Bürgermeister, und möchte über das Viertel des Mondes verfügen, das mir gehört. Seid so gut und legt mir mein Eigentum mit in mein Grab. Als er gestorben war, stieg der Bürgermeister persönlich auf die Eiche, schnitt mit einer Heckenschere 1/4 des Mondes ab und legte es dem Alten in den Sarg. Das Licht des Mondes hatte nun zwar um 1/4 abgenommen, aber das machte nicht allzu viel aus. Erst als der 2. Greis starb und auch ihm sein Mondviertel ins Grab gelegt wurde, war das Licht merklich schwächer geworden. Noch schwächer wurde es nach dem Tod des 3., der gleichfalls seinen Teil mitnahm. Doch als dann auch noch der 4. starb,
da trat die alte Finsternis wieder ein. Wenn die Leute abends ohne Laterne aus dem Haus gingen, stießen sie sich an allen Ecken und Kanten und rempelten mit den Köpfen zusammen, dass des Schimpfens kein Ende war. Ach, verflixte Dunkelheit! Nicht die Hand sieht man vor Augen. Ach, könnt ja nicht Obacht geben, Herr Nachbar. Mist, Elendiger! Weiher, mein Schienbein! Aber was des einen Sinn Uhl ist, ist bekanntlich dem anderen Sinn Nachtigall. Während es über der Erde finster wie im Grab geworden war, vereinigten sich die vier Viertel des Mondes in der Unterwelt wieder zu einem Ganzen. Und so wurde dort, wo immerzu nur Dunkelheit geherrscht hatte, plötzlich alles hell. Davon wurden die Toten unruhig und erwachten aus ihrem ewigen Schlaf. Sie staunten gewaltig, als sie wieder etwas sehen konnten. Das Mondlicht war ihnen gerade hell genug, denn ihre Augen waren mittlerweile so schwach geworden, dass sie den Glanz der Sonne ohnehin nicht ertragen hätten. Sie erhoben sich, wurden lustig und nahmen ihre alte Lebensweise wieder auf. Ein Teil ging zum Spiel und Tanz, andere liefen in die Wirtshäuser, wo sie sich mit Wein betranken und tobten und krakeelten, bis sie sich am Ende fürchterlich verprügelten. Prost! Prost! 18, 20! Was hast du gesagt? Du Gauner? Fallspieler! Fallspieler! Was hast du gesagt? Ich werde hier! Der Lärm war so enorm, dass er bis zum Himmel hinaufdrang. Der heilige Petrus, der das Himmelstor bewacht, glaubte, in der Unterwelt wäre eine Revolution ausgebrochen. Er rief die himmlischen Heerscharen zusammen, die den bösen Feind, falls er mit seinen Gesellen den Aufenthalt der Seligen stürmen wollte, zurückjagen sollten. Da sie aber nicht kamen, setzt Petrus sich auf sein Pferd und ritt durch das Himmelstor hinab in die Unterwelt. Dort brachte er die randalierenden Toten wieder zur Ruhe, scheuchte sie in ihre Gräber zurück und nahm den Mond mit fort, um ihn für alle Zeiten bei sich oben am Himmel aufzuhängen. Naja, und dort hängt er auch heute noch.